Grüß Gott zusammen, hallo, schönen Sonntag. Die vierte Kerze brennt, es ist bald soweit. Ich habe schon wieder ein bisschen was zum Singen und zum Beten hergerichtet. Heute ist eine interessante O-Antiphon dran, also obwohl auch der Sonntag ist. Du Schlüssel Davids, du öffnest die Tore des ewigen Reiches, komm und schließe den Kerker der Finsternis auf. Ja, wir sind manchmal auch sehr befangen, gefangen in uns, verstrickt in manche Dinge, die wir nicht so recht lösen können. Schließe den Kerker auf. Interessant, warum aufschließen dann auch mit schließen? Schlüssel müsste eigentlich öffnen heißen. Öffne den Kerker, ein Öffner, ja, Öffel. Also statt Schlüssel, Öffel. Aber gut, wir nehmen Schlüssel halt einfach da auch gerne als Begriff her. Also wir bieten um Offenheit. Das heißt ja auch, tauet Himmel den Gerechten. Also die Wolken sollen aufgehen mit dem Regen. Und ja, Schnee war natürlich schön, aber mit dem Regen brauchen wir jetzt nicht so. Ja, aber trotzdem ist heute dieser große Gesang. Übrigens da, gell, das sind so Choralnoten. Und da ist auch am Anfang ein Schlüssel. Ja, weil da weiß ich, wo ich, mit welcher Höhe ich anfangen muss. Gell? Da ist also der irgendwie der Hauptton. Ne? Dann vier Linien, wie man es bei der Choralnotation hat. Man kennt den Violinschlüssel, ja, der gibt das G an. Man kennt dann Bassschlüssel. Ja, das erschließt uns natürlich dann das Feld, in dem sich die Töne bewegen. Auch was ganz was Interessantes, gell? Warum das Schlüssel heißt und nicht Öffnel. Also dieses Rorate, das möchte ich euch vorsingen, weil heute ist der Rorate-Sonntag. Das ist der Introitus, der Eingangsgesang vom vierten Advent. Rorate Celi Deso et nubes pluant justum, aperiatur terra et germinet salvatorem. Coeli narrat gloriam tui, et opera manum eius annunciat firmamentum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saeculorum. Amen. Rorate Celi et nubes pluant justum, aperiatur terra et germinet salvatorem. Kraftvoller Gesang. Noch ganz anders als das Gaudete vom letzten Sonntag, das eher ein bisschen verhalten war. Aber wie das jetzt wirklich regnet herunter. Die Wolken sollen richtig platzen. Pluant justum, den Gerechtigen. Aperiator, es gehe die Erde auf und bringe hervor den Salvator. Den Heiland, nicht den Salvator Bock. Den kann man schon auch brauchen. Und dann kommt der Psalm, die Himmel erzählen von der Ehre Gottes. Ein großer Ehrgesang, ein bisschen deklamatorisch, aber mit diesem schönen Amen. Also das ist einfach wunderbar, wunderbar. Jetzt für die Nicht-Lateiner natürlich bitte das Ganze auch in unserem schönen deutschen Lied. Tauet Himmel den Gerechten, Wolken regnet ihn herab. Rief das Volk in bangen Nächten, dem Gott die Verheißung gab, einst den Mittler selbst zu sehen und zum Himmel einzugehen. Denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat hervor.
denn verschlossen war das Tor, bis der Heiland trat hervor. Ah ja, da kommt jetzt doch der Schlüssel oder der Öffel wieder zusammen mit dem Tauethimmel, der 20. Dezember mit seiner Oantiphon, der dies Jahr auf den 4. Adventssonntag trifft. Seid gesegnet und behütet, lasst euch befreien aus allen Kerkern, in denen ihr euch befindet.